eine neue Sony-Kamera als Rumor, eine neue Sony-Kamera vorgestellt. Das und mehr in diesem Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie, Tipps und Tricks, mehr Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Wie eigentlich schon gesagt, hat sich gerade bei Sony direkt im Mai einiges getan. Bei den anderen Herstellern war es hingegen etwas ruhiger. Aber der Reihe nach und bevor wir richtig einsteigen, noch ein Hinweis. Das Video wird euch präsentiert von Skylum und die machen ein Lumina Adventure Fototrip. Da geht es vom 24. bis 31. August nach Island mit mehreren renommierten Profi-Fotografen dabei, die euch da so ein bisschen an die Hand nehmen. Wenn das was für euch wäre, gerne mal auschecken. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Mit dem Code THN200 gibt es noch 200 Euro Rabatt. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein in die News. Das Sommerloch beginnt so langsam. Wie gesagt, Sony reitet noch ordentlich durch. Tamron, Sigma und die anderen sind da ein bisschen ruhiger. Aber wie gesagt, fangen wir an mit Sony. Und da ist das erste relativ positiv, auch wenn recht unspezifisch. Es gibt die Aussage von Sony, dass sie im Kamerasegment vor ihrem eigenen Entwicklungsplan sind, vor dem Zeitplan sind, was jetzt grundsätzlich nicht schlecht klingt, zumal wenn man jetzt die letzten Jahre bedenkt, wo man ja grundsätzlich eher hinterher waren die ganze Zeit und wieder aufgeholt haben, nach den verschiedensten Problemen, die es gab in der Weltlieferkette, ist es doch jetzt mal schön, dass wir wieder mal was Positives hören, dass sie vor dem Zeitplan sind. Dann gibt es zu mehreren Kameras Gerüchte. Das eine kam jetzt kurz vor Annahmeschluss, sage ich mal, an, kurz bevor ich das Video hier gedreht habe. Es soll möglicherweise eine FX10 geben. Es gibt ja bereits die FX3, die FX30, gleicher Body, nur einmal als Vollformat und einmal als APS-C. Jetzt soll es noch eine FX10 geben. Die ersten Spezifikationen waren 10 Megapixel APS-C. An sich ein sehr, sehr ähnlicher Body, aber ohne die ganzen Mounting Holes sozusagen, wo man irgendwas dran schrauben kann, ein Zubehör und halt wie gesagt nur die 10 Megapixel. Ja, Sony Alpha Rumors hat dann gesagt, dass sie da Fehler drin hatten, das nochmal korrigieren wollen, kam jetzt bisher noch nicht, deswegen kann ich da jetzt hier die aktuellsten Sachen noch nicht mit reinnehmen. Wenn ihr da was Aktuelleres habt, gerne unten in die Videobeschreibung. Ich persönlich fände so eine Kamera auf der einen Seite sehr, sehr schön. Gerade für mich beispielsweise könnte das durchaus was werden. Wenn die nochmal einen Tick kleiner ist als die FX30, könnte sie vielleicht eine ZVE10 oder ähnliches ersetzen. Gerade die 10 Megapixel, besser im Lowlight und sowas. Das wäre echt mal eine richtig gute Sache. Auf der anderen Seite fände ich es auch schwierig, so ein bisschen einzusortieren hinsichtlich Preis. Weil sie kommt nach der FX30 raus, kriegt deswegen sicherlich ein paar der neueren Spezifikationen schon mit rein. Auf der anderen Seite darf man aber nicht zu viel reinpacken, um die FX30 nicht zu killen. Also das fände ich persönlich sehr, sehr schwierig. Lassen wir uns mal überraschen, ob die kommt und wenn ja, wann. Bei der nächsten Kamera, wo es Gerüchte gibt, da ist die Frage nicht, ob die Kamera kommt, sondern lediglich, wann die Kamera kommt. Und das ist eine Sony Alpha 6700. Sprich, der Nachfolger der 6600 steht ja langsam jetzt schon mal an. Die 6400 ist ja auch schon eine ganze Weile draußen. Und jetzt gibt es die ersten ganz konkreten Sachen, die die Kamera haben soll. Sie soll einen 26-Megapixel-Sensor haben, also sprich ein bisschen größer. 7-Stop IBIS, den neuen AI-Chip mit drin, 4K 120 mit einem leichten Crop. Ein etwas anderer Body, sprich vom Grundsatz her wieder so wie hier, dass der Sucher an der Seite ist und sowas, aber halt schon der größere Griff wieder, wie man schon bei der 6600 hatten und dazu hier vorne noch ein zusätzliches Einstellrad. Gerade das ist echt viel wert, finde ich persönlich. Das fehlt mir so ein bisschen an den APS-C-Kameras, dass man da halt nur zwei Einstellräder hat. Wenn man es von den großen Kameras gewöhnt ist, dass man drei hat, ist das hier irgendwie so ein kleiner Schritt zurück, will ich mal sagen. Lassen wir uns mal überraschen, kommen soll sie vielleicht schon Anfang Juli, das wäre ja relativ absehbar. Dann gab es zwischendurch ein wildes Gerücht, dass ein 300mm f2.8 kommen soll. Grundsätzlich, dass so ein Objektiv mal kommt, ist natürlich kein wildes Gerücht. Der Wild daran war nur, dass es im Mai kommen sollte. Jetzt ist der 30. Es ist noch nicht da. Ich glaube auch nicht, dass es noch kommen wird. Aber, also nicht im Mai, also sprich nicht morgen kommen wird. Aber irgendwann wird es kommen. Ich hoffe eher früher als später, weil gerade im Telebereich ist Sony nach wie vor ein bisschen schlecht aufgestellt. Wo Sony nicht so schlecht aufgestellt ist, das ist im Handybereich, im Smartphone-Sektor. Da haben sie das neue Xperia 1V vorgestellt oder 1.5 vorgestellt. Soll sehr, sehr gut im Lowlight-Bereich sein. Und es zeigt einfach mal wieder so ein bisschen, was Sony, beziehungsweise mit die Sony-Chips und die Sony-Kameras grundsätzlich können,
weil ich persönlich sehe immer noch die Handysparte bei Sony. Zum einen für die, ich sage jetzt mal, Liebhaber. Es gibt viele Leute, die die Handys gerne nutzen. Auch hier unter den Videos habe ich das immer mal wieder gesehen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist diese Sparte für Sony nicht gewinnbringend als solches, sondern sie zeigt eher, was Sony für Möglichkeiten hat. Beispielsweise auch schon mit einem optischen Zoom und sowas, was sie schon mal hatten. Um diese Features, diese Kamera-Features vor allem dann an andere Hersteller zu verkaufen, damit die dann vielleicht in einem neuen iPhone oder in einem neuen Samsung oder sowas verbaut werden und die da entsprechend dann ihre Gewinne einziehen können. Gehen wir wieder in die richtigen Kameras rein und da soll es gerüchteweise für die Sony A7S III ein Bezahl-Update geben, also sprich ganz normales Firmware-Update, nur hier gegen Geld. Richtet sich logischerweise vor allem an diejenigen, die professionell im Videobereich unterwegs sind, soll Anamorphic Kamera D-Squeeze haben, LUT-Import und alles Mögliche. Also wirklich nochmal viele, viele Pro-Features dazu packen. Gerüchteweise soll es im Juli bereits kommen und der Preis soll bei $370 liegen. Ja, gibt auch andere Quellen, die sagen, dass es Quatsch ist. Ich persönlich glaube auch, dass es Quatsch ist. A, ist Sony sehr, sehr schlecht bei Updates. Das muss man einfach mal so knallhart sagen. Wo andere Kamerahersteller den Leuten noch mal viel, viel mehr mit an die Hand geben, ist das bei Sony eher immer nur so ein Bugfix und mehr nicht. Und jetzt hier so viele Features reinmachen, glaube ich, sehe ich tatsächlich nicht. Sony ist dann eher immer so, wir machen einfach eine neue Kamera und fertig. Ja, ich glaube es nicht. Was ist eure Meinung? Schreibt doch das gerne mal unten in die Kommentare. Die Sony ZV-1 Mark II ist vorgestellt worden vor ein paar Tagen. Ich habe leider nicht zu der erlauchten Menge gehört, die Kamera schon mal testen konnte. Nichtsdestotrotz habe ich dazu schon ein ausführliches Video gemacht. Wenn euch das interessiert, findet ihr oben in der Infocard verlinkt. Und zu guter Letzt, der Nachfolger des 70-200 F4 soll kommen. Das Ganze soll womöglich 30% kleiner sein als das bisherige 70-200. Wäre echt eine Ansage, wenn sie das so schaffen. Ich denke mal fast, dass es dann kein Innenzoom mehr sein wird, sondern dann wie bei Canon beispielsweise ein Außenzoom. Damit kriegt man das Objektiv natürlich in der Transportposition, sage ich mal, deutlich, deutlich kleiner. Lassen wir uns mal überraschen, wie es denn schlussendlich wird. Bei Tamron und Sigma gibt es nichts. Wie gesagt, sehr, sehr mauer Monat, abgesehen von Sony. Bei Canon, die haben einen sehr, sehr interessanten Move gemacht. Die haben eine R100 vorgestellt als günstige Einsteigerkamera. Grundsätzlich finde ich das System super. Die ist sehr, sehr günstig oder müsste auch deutlich günstiger sein als die 6100, was ja gerade so das günstigste Modell ist bei Sony. Dafür halt auch sehr, sehr abgespeckt. Und das hat Canon immer schon gemacht, dass sie halt eine Kamera hatten, die in dem richtig günstigen Sektor war. Dafür dann halt auch richtig abgespeckt, um einfach die Leute so ein bisschen anzulocken. Für diejenigen, die weg vom Smartphone wollen, die haben ein bisschen was. Und wenn man dann merkt, okay, es macht Spaß, wechselt man zur nächsten. Gab es beispielsweise die 4000D und ähnliches. Ja, finde ich cool, dass sie das im R-Mount machen. Würde ich mir bei Sony auch wünschen, dass sie da einfach mal so eine richtige Einsteigerkamera machen. Problem in Anführungszeichen bei Sony ist halt, dass sie sagen, okay, wir möchten selbst die günstigsten Kameras nicht zu sehr beschneiden in den Spezifikationen. Wenn man die Kameras nicht zu sehr beschneidet, dann ist viel dabei und dann zahlt man halt auch ein bisschen mehr. Hat Vorteile, hat Nachteile. Auch hier würde mich eure Meinung gerne mal interessieren, ob Sony lieber mal so eine Kamera für 400€ oder so auf den Markt schmeißen sollte oder ob sie lieber beim bisherigen Modell bleiben sollten und das dann bei 600-700€ der Einstieg ist und dann aber dafür mit ein bisschen mehr Spezifikationen. Und dann sind wir schon beim Objektiv-Schnelldurchlauf. Gerüchteweise sollen bei Wildrox weitere Objektive mit einem LCD-Display kommen. Wir haben ein 11mm f1.8 und ein 23er, 33er, 50er und 56er jeweils f1.4. Sprich, wir haben eigentlich fast das gesamte Lineup, was jetzt nochmal neu aufgelegt werden soll, immer mit so einem kleinen LCD-Display. Ob man das braucht, sei mal dahingestellt. Bei Brighton Star soll ein 28mm Objektiv kommen. Schauen wir mal, hatte ich selber noch kein Objektiv in der Hand. Bei Zhonggui sollen 20mm f0.95 kommen und außerdem ein 20er, 35er und 50er T1.0 Cine Objektiv. Bei Seven Artisans ein 24mm f1.4 APS-C und bei Astahori ein 18mm f8 Makro. Vorgestellt bzw. verfügbar ist das TT Artisan
100mm f2.8 Tilt-Shift-Objektiv und das TT Artisan 27mm f2.8 APS-C Objektiv mit Autofokus. Da habe ich TT Artisans tatsächlich mal angefragt, weil ich durch einen Abonnenten gefragt worden bin, ob ich das denn nicht mal testen kann. Wenn euch ansonsten mal irgendwie ein Objektiv speziell interessieren würde, könnt ihr auch das gerne unten mal reinschreiben. Und zu guter Letzt vorgestellt worden ist noch das Wildhawk 16mm f1.8, wie gesagt, mit so einem kleinen LCD-Display obendrauf. Ich persönlich bräuchte es nicht, gerade bei einer Festbrennweite. Ja, es zeigt dann halt die Fokusdistanz an, aber da habe ich dann lieber ein physisches Rad und dann auch lieber das physische Rad mit physischen Endpunkten. Also nicht hier so einem, beispielsweise hier bei dem Tokina, so ein Rad, was durchdreht, sondern halt wirklich mit entsprechenden Start- und Endpunkt, damit man dann mit dem Muskelgedächtnis so ein bisschen arbeiten kann. Ja, dem einen oder anderen gefällt es vielleicht. Deswegen macht es Wildtrox jetzt hier bei allen Objektiven noch rein. Ja, dann wären wir schon durch. Wie gesagt, die Skylum-Reise könnt ihr euch sehr, sehr gerne mal angucken. Ist nicht ganz günstig, ist aber halt auch ein sehr toller Fotografie-Workshop und mit dem Code THN200 kriegt ihr nochmal 200€ Rabatt. Ja, dann wäre ich mit dem Video schon am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.